Mein Paradies heißt die Folge. Okay. Mein Paradies. Weißt du? Das ist mein Paradies. Ich wollte schon immer mal bei so einem großen Baum wohnen. Guten Tag, wünsche ich euch und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Hero. Wir waren heute den ganzen Tag Möbel kaufen und haben heute die Schlüssel für unsere Wohnung bekommen. Yeah. Denn heute war die sogenannte Übergabe. Und jetzt ist es schon sauspät, schon 9:30 und ich muss noch eine Folge heute hochladen. Ich hatte leider heute morgens nicht mehr geschafft, deswegen, ja, werde ich jetzt heute mal ein bisschen was erledigen gehen. Ja. Yeah. Oh, komm ich runter mit der Tour. Ich habe ein bisschen unreine Haut hier. Hier sind meine Schlüssel. Ich hoffe. Hui. Schlüsselgeräusch. Oh, nicht gegen's Mikro. Oh Gott, oh Gott. Jetzt hört Simon nämlich auch alles, weil ich habe jetzt hier mir so ein Y-Kabel. Kann man es überhaupt hoch genug heben? Ja. So ein Y-Kabel. Endlich geholt nach Jahren. Sodass jetzt Simon Kopfhörer hat. Bei ihm sieht man sie einfach mal gar nicht. Simon hat halt meine alten In-Ear-Kopfhörer. Ich habe jetzt diese durchsichtigen. Ich hab die schwarzen drin jetzt. Jetzt hören wir uns beide. Und wenn wir jetzt so... Oh, Dena, hör auf. Das nervt nämlich richtig. Das ist richtig doof, auch für die Zuschauer. Was? Du bist richtig kacke. Du bist ein Kack-Diktator. Dena, Gefängnis. Bitte nimm nicht mehr mit Dena auf. Ja. Bitte zieh nicht mit Dena in ein Haus. Zu spät. Jetzt bereue ich es. Jetzt bereue ich es auch. Hier steht auch noch was drauf. Dena freut sich natürlich, dass er so einen coolen Mieter mit einem Mietnachbar hat oder so. Hier. So. Was brauche ich denn mitnehmen? Ich werde ich weiß ja nicht genau, was mit dem Imperium jetzt ist. Ich bin ja jetzt sozusagen der Hochverräter, weil Dena weiß jetzt Bescheid und so. Und ich habe zwei Briefkastenschlüssel bekommen. Ich mache mir mein eigenes kleines. Ich mache mein eigenes kleines rotes Reich. Was glaubst du sind die Briefkastenschlüssel? Die ganz kleinen. Wahrscheinlich, das macht Sinn. Was ist Haustür und was Wohnung? Das sage ich dir nicht. Mann! Das ist ein Geheimnis. Wie soll ich das denn herausfinden? Das ist egal. So. Leute, ich werde heute jetzt in mein Panic Room sozusagen, werde ich mir jetzt was Schönes zusammenbauen. Ja, den wollte ich ja mal sehen nach dem Stream. Habe ich ja gar nicht gesehen. Willst du den sehen? Ja, komm. Ja, gerne würde ich den sehen. Muss ich mal ein bisschen ranrücken. Ich weiß, das sehe ich gar nicht. Oh, brauchst du sehen. Umgeswitcht. Ja. Ich mach mal so einen Tick nach oben, so einen Tick, weißt du? Ja. Weil da kommt oben noch ein Rahmen dran. Weil Simon möchte immer ganz leicht oben abgeschnitten sein. Ich mach das ja mal ohne Abschnitt. Aber wie machst du das? Die Maus nicht durchdreht. Dann drückst du ja darauf. Ah, okay. Weil. Oh, hinter mir ist ein Zombie, hab ich erschrocken. Oh, hast du Angst vor dem Zombie? Hast du Angst vor dem Zombie? Oh, es regnet in meiner Insel. Das ist jetzt meine eigene Insel. Ja. Und da ist mein Boot, da hinten. Also, das ist aber ein ziemlich großer Panic Room, ne? Ich mag's luxuriös. Ich kenne nur Panic Room von hier Kim.com, weißt du? Der Mega-Upload-Mensch da. Ja? Ja, ja, ja. Da gibt's eine kostenlose 20-Minuten-Dokumentation über den von Vice, glaube ich, auf YouTube, habe ich heute gesehen. Habe ich mir direkt Watch Later gepackt. Gucke ich später. Guck mal, aber hier. Heute habe ich. Hier wohnt der einsame Simon. Oh. Warum wohnst du nicht in der Stadt? Das ist doch schön bei uns. Hast du schon gebetet in dieser Folge? Hast du vergessen, was ich dir letzte Folge zugeworfen habe? Folge? Nein. Beim letzten Livestream, was ich dir zugeworfen habe? Ich habe mich direkt ausgeloggt. Ich hatte da plötzlich so, dachte ich so, nein, ich kann nicht mehr weiterspielen. Was ist das da? Boah, Glück gehabt. Ich glaube, unser Diktator hat nichts gecheckt. Ich glaube, ich bin nochmal sicher davongekommen. Irgendwas habe ich auf meinem Ohr. Ich weiß nicht, was. ich meine, das hier ist meine Urlaubsinsel. Falls ich mal in Urlaub möchte, dann wohne ich hier, weil, guck mal, hier, das ist wie zu Hause, fühle ich mich hier, weißt du? Komm. Okay, ja, krass. Krass, oder? Weil hier ist auch ein Baum. Stimmt. Oh, alles schön. Da wurde ich gerade angeschrieben. Oh, das ist egal. Pferde! Ja, das ist eine Schutzmaßnahme für, gegen Schlangen, weil Schlangen haben Angst vor Pferden. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe ja zum Glück keine Pferdephobie, aber, also, diesmal im Boden, ich rieche mal frisches Wasser. Ah, oh, lecker, ja. Wie tief geht der? Ja, der geht so tief, dass man... da Diktatoren problemlos drin untertauchen können. Ach, ich kenne keine anderen Diktatoren außer mich. Ach, wie schön. Ich kann hier... Das ist mein kleines Paradies. So. Und hier, das ist mein Haus. Komm, hallo meine Pferde. Guck, die wohnen hier bei mir so... Ja, hallo. Magst du die Geräusche gerne? Mhm. Hallo, ja, Pferdi. Mach mal ein schönes Geräusch für den Dena. Wieso greift es dich nicht an? Los, ja. Hau ihn! Das fand ich jetzt nicht nett, dass du das Pferd angegriffen hast.
Hau ihn! Das war. Ja, direkt mit Schwert. Pussy! Das war eine, Pussy das mit war eine, Schwert! Das war ein Eingriff. Mit Schwert! Ich kämpfe immer ohne Rüstung und ohne Schwert gegen Pferde. Du hast. Du? Wegen, ja, wegen kämpf mal! Versuch mal! Versuch mal ohne Rüstung. Ich will nicht noch ein Pferd sterben. Das sind meine Freunde. Ja, stirbt ja auch nicht, weil du stirbst dann. Nein, ich hab doch die Rüstung an. Du hast doch noch keine gute Rüstung. Ja, ich hab gesagt, probier mal ohne Rüstung und ohne Schwert. Aha. Ja, probier mal. Nee. Traust du dich nicht? Guck mal, traust du dich nicht? Meine Sitzecke. Soll jemand mal gegen ein Schwert kämpfen ohne Rüstung? Schreib's in die Kommentare. Oder soll Dena das nochmal machen? Weil ich glaube, bei Dena ist lustiger. Wir können es ja beide gleichzeitig machen. Ja. Können wir machen. Das können wir echt mal machen. Machen wir einen Pferdekampf. Wegen dir ist das Pferd jetzt tot. Ja, finde ich witzig. Du bist scheiße. Ich finde Pferde tote. Jedes. Gute Pferde sind tote Pferde, meinst du? Ja. Nur ein totes Pferd ist ein gutes Pferd. Noch ein das Brunnen. Das soll ich sagen. Oh, aber noch ein ja. Brunnen. Oh, ein Brunnen mit einem Diamanten unten drin. Ja, bei dem Map bestimmt ist eine Falle. Natürlich ist es eine Falle. Ja, bitte, Bauer. Bitte, bitte, bitte. Warte doch mal. Ich will mal. Sehen, was passiert. Du stirbst eh nicht. Warte doch mal. Bitte, Bauer. Bitte, 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 bitte. Oh, Dena. Bist du eine Pussy oder traust du dich? Nee, ich bin eine Pussy. Na, bitte, Simon. Nö, weil du das Pferd getötet hast, nicht. Oh, bitte. Das ist auch gar keine Falle. Es wäre eigentlich eine Falle. Aber? Aber es ist keine Falle, weil oben kommt eigentlich Lava runter. Das ist hier nicht möglich. Hä? Dann bau doch einfach ab. Ja, Moment. Ah ne, es wird nochmal einsinken. Warte. Bitte abbauen, aber ohne wegfliegen dann direkt. Oh, chill mal deine Basis, mein Lieber. Oh. Die Revolution ist vorbei. Komm runter von dem Berg des Zorns. Bau das Ding ab. Die Revolution ist vorbei. Du hast zu viel Buddy Ögen gesehen. Che. Oh, gut. Kennst du Getro News? Ja. Getro News, beste. Jetzt geht's doch. Ja, und jetzt haust du ab, Pussy. Ich hau dich ab, ich bleib Pussy, hier. Pussy. Guck mir das Ganze an. Oh. Pussy, siehst du? Total die Pussy. So. Richtig harte Leute wären jetzt einfach da runtergefallen. Aber du ich wäre auch gar nicht gestorben, wenn ich da runtergefallen wäre. Ja, siehst du? Bitte spring da mal runter. Und da passiert gar nichts. Das ist voll der sichere Ort. Guck mal, es geht hier voll tief runter. Und hier passiert einfach nichts. Die Lava kommt nicht mal. Die Lava ist nur Zufall, weil es von der Höhle ist. Ja. Hier passiert wirklich nichts. Ja. Was ist denn das für eine scheiß Falle? Pussy-Falle. Das ist keine Falle, das ist einfach nur ein schöner Ort. Schöner Ort, ja, dann erkunde den doch mal. Oh, oh, du brennst. Brenn doch nochmal, das ist doch witzig. Ich wohne hier, Dena. Ja? Hier drin? Nee, das ist alles, Oh, guck mal, wieso ist das da rosa? Weil... Ist wirklich, warum ist das da rosa? Weil es schön ist. Hä? Ha? Das verstehe ich nicht. Ich habe das noch nie so rosa gesehen. Das ist einfach nur, weil hier Lava leuchtet und da hinten ist Schnee. Das ist einfach weiß und rot zusammen ergibt rosa. Nein. Also schon, aber das macht keinen Sinn. Hä, wieso ist das rosa? Ja, weil es auf, rosa zu sein. Weil das die Lichtquellen so sind. Jetzt ist ja nichts mehr rosa. Doch, von da hinten schon. Von da sieht es blau aus. Und von hier sieht es rosa aus. Ach stimmt. Ja, ist das ein Update irgendwann mal gewesen? Nein, das ist so. Das kenne ich gar nicht. Tja, den passt nicht gut auf, ne? Nee. Das war ist meine unterirdische Lavaquelle. Ich wohne hier in meinem Paradies, Leute, ja? Aber es ist voll unlogisch, weil es da oben auch noch ist. Macht keinen Sinn, alles. Nee, es ist alles schön. Ja, und wie kommst du jetzt nach oben? Wie ich nach oben komme? Mhm. Kein Problem. Aber ich will ja vielleicht... Einfach durch die Lava laufen, ne? Einfach durch die Lava laufen, zack. Traust dich nicht, ne? Schon manchmal so eine kleine Nervensäge, ne, Dena? Du hast dich verlaufen, kann das sein? Nee, ich wollte Dinges abbauen. Gravel. Du hast bei 327 Diamanten vergessen. Das Kommentar kenne ich ja gar nicht. Woher kommt das? Ist das ein Insider von irgendwas? So. Das hast du auch von Gonk geklaut. Ja, alles von Gonk geklaut. Ja. Minecraft ist von Gonk geklaut, das Spiel hat er auch erfunden. Du hast Hero von Gonk geklaut. Ist so. Wer kennt's nicht? Das Gronk von Hero. Das Hero von Gronk. Megaprojekt von Gonk geklaut. Ja. Alles, was ich bis jetzt... Auch Trouble in Mine will. Auch alles, was ich bis jetzt so richtig gestartet habe. Ist alles von Gronkh geklaut. Finde ich auch dreist, solltest du doch endlich mal zugeben. Ja, danke nochmal an Gronkh hier für die ganzen guten Ideen. Ich finde Gronkh ist ein toller Minecraft-Let's-Player. Nee, toll. Gronkh ist wirklich toll. Ist wirklich ein toller Kerl. Ich guck öfters mal bei Gronkh vorbei. Du hast Aluminium vergessen. Will ich nicht. Ich brauche nur Gravel, weil ich meine Holiday-Resort ein bisschen schöner machen möchte. Ja, Dena. Ja, Holiday Resort, da war Gronk. Neulich Bahamas, ne? Läuft bei ihm. Das war auf jeden Fall, glaube ich, eine coole Sache. Aber wie lange waren die da? 3 Tage? Und Hinflug und Rückflug jeweils 1 Tag? Ich weiß nicht. Das ist echt schade, ne? Oh, cool, jetzt läuft das Wasser ab. Ja. Krass, oder? Ich finde das schade. Da siehst du mal wieder, was mit dem ganzen Trinkwasser passiert. Krass.
Wie ist das, was hab ich jetzt gemacht, dass es abläuft? Ja, das ist einfach unverantwortlich gewesen von dir, wie du mit deiner Umwelt umgegangen bist. Und jetzt musst du mit den Konsequenten rechnen. Leben, meine ich, ne? Rechnen kannst du ja nicht. Oh, jetzt bist du aber tief gefallen. Fliegst du aber schnell hoch. Hast du mir überlegt, was das für CO2-Verbrauch hat, denn der Flugstab da, ne? Dena, ich bin ökologisch. Da müssen ja mindestens 120 Kilo da hochgebracht werden, das ist ja nicht wenig. Glaubst du, mein Ungeheuer wiegt 120 Kilo? Ja. Ich glaube, jedes Minecraft-Figürchen wiegt gleich, weil die sind alle gleich groß und genau gleich breit. Nein. Kommt drauf an, manche haben noch so extra Haare. Hast du eine extra Pixelschicht, ist das nie aufgefallen? Stimmt. Siehst du? Die wiegen dann mehr. Oh, bist du blöd rauszugehen? Nee, schaffst du. Krass. Bin ich toll. Nimm bitte nicht mal mit denen auf, der nervt die ganze Folge nur. Der ist richtig kindlich. Der redet so viel. Les Flair, die so viel reden, die hast du ja sowieso. Ich auch, wie die Pest. Ich finde lieber Les Flair gut, die ganzen gar nichts sagen. Ja. So, jetzt habe ich noch ein schönes offenes Dach. Und ich finde Stegi gut. Stegi ist sowieso der Beste. Beste. So. Stegi gibt uns Geld dafür, das wusstet ihr nicht. So, guck mal hier. Ja. Oh, das machst du gut. Das gefällt dir. Ich mach mein Holiday. Holiday Resort? Yep. Baust du selbst was auf? Ich hab mir gedacht, wenn mal irgendwas mit unserer Stadt passiert oder wenn ich mal irgendwann gehen muss, dann wohne ich hier. Ich wäre schon müde bei so einer langweiligen Geschichte, aber ich weiß gar nicht, was du meinst damit. Ja, Dena, es wird bald viel passieren. Okay. Oh, guck mal, ein gelbes Chocobo. Oh. Ich fange eine neue Weltordnung an. Okay. Wenn du meinst. Ja. Meinetwegen. Ich hab da jetzt nichts gegen so direkt. Ich. Kannst du auch einen Zweitwohnsitz zulegen? Ich hab nur Angst vor dem Untergrund. Das ist der Punkt. Ich hab immer letztes Jahr so viel vom Untergrund gehört. Ja. Und ich hab Angst, dass der irgendwann mal was Böses tut und deswegen will ich lieber wo wohnen, wo ich meine Sicherheit habe, weißt du? Und da, wo ich jetzt auch wohne, da ist auch irgendwie kein anderer blöder Nachbar. Immer diese Nachbarn, die so blöd sind. Ja. Weil zum Beispiel in Stadtrot, da gibt es mal Nachbarn. Okay, wen meinst du das so? Zum Beispiel diesen King, Stadtpink zum Beispiel sind echt blöde Nachbarn. Ja, finde ich auch. Die sterben immer. Ja, ist voll blöd. Finde ich auch, die sollen mal aufhören. Ich bin immer mit dem Tod konfrontiert und ich bin vielleicht dann traurig, wenn ich immer nur an den Tod denken muss. Das merkt man dann immer an. Ja, ist auch einfach so. Ist aber von der Seite nicht so schön, wenn da so viel Gravel ist. Ne? Ich will immer noch Gras noch daneben machen. Wird noch alles. Okay. Wenn du meinst. Wächst dann so am Rand von Gravelblock, wächst es dann so ran, ne? Ja, okay. Also meinetwegen. Ich hab da jetzt auch nichts gegen, so direkt. So. Ich bin müde. Ja, ich bin auch müde, Dina. Heute war wieder ein Anstieg. Ich war heute wach seit 6 Uhr morgens. So, das ist viel. Guck mal, jetzt habe ich hier zu meinem Brunnen, wo ich immer mein Trinkwasser raushole, habe ich jetzt hier... Okay, wie heißt die Folge? Der Weg zum Brunnen. Nee, mein Paradies heißt die Folge. Okay. Mein Paradies. Weißt du? Das ist mein Paradies. Ich wollte schon immer mal bei so einem großen Baum wohnen und nicht immer so Leute, die mich dafür... Warum hast du dein Haus dann nicht direkt neben dem Baum gebaut? Es kommt ja noch. Hier kommt noch ein Weg hin und dann kommt da mein... Hauptwohnsitz. Mein Hauptwohnsitz. Das ist schon ein bisschen dicker, denn wenn du so zwei Häuser baust, ne? Ja, ich sag's mal so. Wer es hat, ne, der hat es. Aber weißt du, was mich in Stadtrot, verletzt? Mein Baum wird nicht mit dem nötigen Respekt... Soll ich ihn abreißen? Zollt. Klick. Ja, weißt du, der wird nicht mit dem... Ich hab den so gesichert, der kann man nicht mit einem Klick abreißen. Mein Baum, ja? Okay. Mein Baum. Aber ich kann die auch einfach abreißen lassen. Ich habe genug Unterteile, die ganz vier Klicks machen können, um das abzureißen. Mein Baum, ja, ist eine Oase der Wüste. Hm. Und niemand würdigt das. Weißt du, wie viel CO2 mein Baum spendet? Ja, so viel wie mit dem Flugstab aber verbrauchst. Aber höchstens. Aber nee. Guck mal, wie schön man in mein Haus reingucken kann. Und hier wohne ich. Ja, bist du schön Ureinwohner, hast du vertrieben. Das sieht mir aber sehr stark an einem typischen Villager-Haus aus, das du wohl in Beschlag genommen hast. Nee. Was ist mit dem passiert? Ist der einfach gestorben? Das finde ich aber sehr traurig. Der ist da hingezogen zur Burg. Der ist ziemlich reich geworden, ist zur Burg gezogen. Hier, zu dieser Burg. Aha, dann sag ihm doch mal Hallo. Sag ihm doch mal Hallo. Soll ich ihm Hallo sagen? Ja, sag ihm Hallo. Okay, pass auf. Er wird das ja wohl bestätigen. Ja, er bestätigt das. Okay, mach. Pass auf. Der ist hier hingezogen, hat sich gedacht, so. Zieht er hier rein.
Anne, hier ist er auch wieder ausgezogen, stimmt. Er ist woanders hingezogen, nämlich. Wo ist er mal hingezogen, der kleine Schlawiner? Ja, was, wo passiert das? Er hat hier so ein ausgeklügeltes System in seinem Haus. Ich weiß nicht, ob ich hier einfach rein darf, weil das wäre Hausfriedensbruch, wäre das. Okay. Okay, bist du sicher, dass er hier wohnt? Der wohnt hier auf jeden Fall. Das kannst du mir glauben. Ach ja. Glaub mir es einfach. Ja. Und, oh, guck mal. Da guckt ein Böser. Böse? Wie sitzt der denn so böse, der Nachbar? Der hat gesagt, Ist er sauer auf dich, weil du mir das Haus weggenommen hast? Nee. Und weißt du, um meine Loyalität zu Stadtrot zu zeigen, habe ich natürlich die Scheiß-Sex-Bow mir gecraftet. Habe ich natürlich. Why not? Habe ich natürlich hier auch rote Bäume mitgebracht. Ja, ja, klasse. Weil in meiner Brust schlägt das Herz von Stadtrot, wie man weiß. Wieso wohnst du denn da nicht? Weil es Umstände, es sind Umstände und so, weißt du? Aber ich finde, so ist auch sehr schön, weißt du? Man, das ist einfach mein, ist ja nur mein Ferienwohnsitz. Ich wohne ja trotzdem in Stadtrot, das ist ja mein Hauptwohnsitz, aber hier ist ja nur mein Ferienwohnsitz, weil ich immer gern halt auch in Urlaub fahre. Okay, ja. So. Ist das nicht schön? Guck mal, ich wohne dann hier, gehe dann an den roten Bäumen vorbei, Finde ich klasse. So, bist ein bisschen neidisch, ne? Nö. Ist ganz schön müde, Lena. Ja, ja. So. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So. Und heute ist ein bisschen die Folge ein bisschen kürzer. Wir machen morgen wieder eine etwas längere Folge, also nicht länger als 20 Minuten, aber wieder volle 20 Minuten. Wir wollen die heute natürlich noch schnell hochladen. Und was ganz wichtig ist, wir waren heute ja in Möbelhäusern. Auf den Kanälen Denas Welt und Ungefilmt seht ihr heute schon so ein kleines Video, wo wir so ein bisschen was gefilmt haben. Bei Denas schon was Größeres, da hat er ganz schön viel Abenteuer erlebt, nämlich Frau Hitler und der verrückte Schreibtisch. Und bei Ungefilmt gibt es auch noch was Lustiges, da gibt es einen Dena in freier Wildbahn. Und morgen gibt es auf Ungefilmt ein Follow Me Around. Das heißt, ihr seht den ganzen Tag so ein bisschen, wo wir waren und so. Ja, und heute möchte ich erstmal einen Urlaub machen. Ich gehe jetzt schönen Urlaub machen. Gute Nacht. Und bis später, Leute. Haut rein und...